Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen auf dem zweiten Kanal. Hier gibt es heute wieder Highlights aus den Twitch Livestreams. Ihr könnt auch gerne mal live dabei sein, wenn ihr darauf Bock habt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zu einem weiteren großartigen Livestream hier mit eurem Lieblings-Livestreamer Machi. Hier geht es heute wieder los. Wir spielen heute mal wieder eine Mod, die wir noch nie zuvor gespielt haben. Nämlich heißt die Corruption Overload. Ich habe keine Ahnung, irgendwie so noch nie gespielt. Bewertung im Steam Store sehen eher geht so aus. Die haben glaube ich 30 Bewertungen und davon 3 Sterne. Also es sieht nicht so überragend aus. Ich habe mir das Ganze auch mal angeguckt und es sieht bisher ganz interessant aus auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall reingucken. Ich bin sehr gespannt. Leute, wenn euch das Ganze gefallen sollte auf dem zweiten Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch und dafür sehr weiter. Wenn ihr abonnieren wollt, das wäre noch viel lieber von euch. So, wir spielen wieder mal auf einem neuen Server. Wir gucken mal, wie das Ganze läuft, ob das Ganze hier abgeht, ob das Ganze schockt. Wenn das nicht schockt, dann stellen wir wieder was um. So schnell geht das hier. Wir sind da. Was zum Teufel habe ich da gerade ab? Udi haut mich einfach. Warum haut Udi mich? Was ist das denn? Wo kommt der denn auf einmal her? Warum ist, was ist denn? Ey, Udi, chill mal ein bisschen. Woher die Aggression? Wir treffen uns hier am Strand und du bist direkt hier so ein Fiesling. Haust hier mit deiner Axt meine Bäume weg und so. Aber war ganz okay. Kann man mal wieder machen. Ey, kriege ich eigentlich auch... Yo! Ich wollte gerade sagen, kriege ich eigentlich auch Holz. Ich kriege erstmal einen Tod reingedrückt. Ja, nee, ist okay, dann gehen wir einfach woanders hin. Scheiß drauf. Herrlich. Was war das denn? Ich wusste nicht, dass ein Petri mich auf einmal angreift. Das war unerwartet. Spitzhacke. Schnell eine machen. Und dann hoffentlich vor Sabertooth wegrennen oder so. Kommt der hierher? Noch kommt er nicht hierher. Der hat mich noch nicht entdeckt. Jetzt muss ich aber ganz schnell los. Warte, Move and Speed hier. Zack, zack, zack. Direkt wieder Fast and Fuckboy und um mein Leben rennen. Nein, och Saber, hör doch auf. Okay, alles gut. So eine Scheiße. So, jetzt sind wir hier. Sind die sauer? Bist du sauer? Du läufst doch schon wieder auf mich zu. Nee, du bist... Doch, du bist doch... Och Mann, als ob eine Schildkröte sauer ist. Warum ist denn alles sauer? Hä, es ist ja... Oh mein Gott, er ist immer noch sauer. Ja, ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Schildkröte ist einfach schneller als ich. Warum ist die Schildkröte so schnell? Lass mich raus. Lass mich gehen, bitte. Ey, ist der Para auch Akku? Dann kann ich das gleich mit testen, warte. Wir testen mal, ob so alle komischen leuchtenden Wesen Akku sind. Das ist schon mal ein guter Test, denke ich. Hallo, bist du... Oh mein Gott, du bist sowas von sauer. Warum bist du... Warum so sauer? Warum ist denn alles so sauer? Ach, Mann. Gut zu wissen. Ist sogar Lystro, der leuchtet sauer? Lystro nicht. Lystro, kann ich dich... doch, auch! Oh mein Gott! Was? Nee, ach komm, ja, töte mich, ey. Alles gut, töte mich. Ich wurde von dem Lystro getötet. Ich wurde von dem Lystro getötet. Ach man, ja, das war's schon wieder. Was ist das? Oviraptor, muss ich auch mal ein bisschen aufpassen. Da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Aber ein Dodo könnte ich vielleicht schnell abschlachten, weil ich brauche auch ein bisschen Leder und sowas. Da oben rennt ein Dodorex rum, aber ein ganz böser Dodorex und der fällt fast neben mich schon wieder. Junge, der sieht schon wieder anders böse aus und der schockt Sachen. Kurz Angst um mein Leben gehabt. So, hier, wir nehmen jetzt einfach hier ein bisschen was mit noch nebenbei. Können wir schon mal hier wieder einen Abflug machen. Alles, was bis jetzt passiert, ist schrecklich. Ich wurde von einem Lystro getötet, ich wurde von einer Carbonemi getötet, ich wurde von einem Para getötet, ich wurde von einem Sabertooth getötet. Und jetzt ist hier ein riesiger Dodorex am Strand und der rennt mir auch noch die ganze Zeit hinterher. Einfach nice. Oh mein Gott, der rennt wie ich meine Richtung. Das kann nicht wahr sein. Der rennt heftig meine Richtung. Der will alles töten. Der wird alles töten, auch mich. Hardpowder. Was ist das denn schon wieder? Was habe ich da gerade freigeschaltet? Ich laufe einfach an dem Dodo. Was ist das? Männlicher Elemental Dodo. Elemental Dodo. Ich will dem eine runterhauen. Speer. Habe ich den schon freigeschaltet? Ja. Hier, Corrupted Speer kann ich sogar machen. Corrupted Infused Speer. Dann mache ich den noch. Abbrechen, abbrechen. Over and out. Davon brauche ich welche. 12 anscheinend brauche ich davon. Elemental Dodo klingt ja anders wild. Hallo, Kiritan. Ey, Kiritan, freut mich, dass du da bist. Wie geht's dir, Mann? Alles gut? Wie ist das Leben? Oh, ich habe Mythical Hard und Mythical Hard Powder ins Inventar bekommen sogar. So, du kriegst richtig einen auf den Döns. Okay, er haut auf jeden Fall ab, aber der Dodo Rex kommt, glaube ich, her. Oh, das war ein One-Shot. Nice. Inventar. Ich krieg irgendwelche Souls daraus. Krieg ich noch irgendwas daraus? Nö. Aber wir waren erfolgreich. Das ist unser erster richtiger Kill. Ist es nicht unglaublich? Ihr wart live dabei. Hier ist wieder so ein komischer Dodo, der am Leuchten ist. Komm her, Dodo. Headshot. Gib mir deine super wilden Sachen und Souls und Sabertooth will mich fressen. Lass mich das so nehmen. Och, Mann. Corrupted Sabertooth. Okay, perfekt. Das war's schon wieder. Corrupted Tipped Arrow. Lol, die kosten ja nix. Die sind ja ultra billig. Davon gibt es auch Narkosemittel. Okay. Und dafür brauche ich irgendwelche Ultralord-Ingots. Okay, es gibt wilde Sachen auf jeden Fall schon mal. Das ist gut zu wissen. Komme ich hier überhaupt so hoch? Ey, ich glaube, Leute, wir machen uns das hier. Wenn ich hier gleich hochkommen sollte, dann machen wir uns das hier erstmal gemütlich. Das soll es dann erstmal sein. Scheiß drauf. Besser wird's, glaube ich, nicht. Komme ich da ganz hoch? Ey, das wäre nice eigentlich da oben. Und dann werde ich halt so ein Corrupted Dino zähmen. Wir müssen gleich mal durchgucken. Ich gucke gleich mal in die Mod nochmal rein, was es da genau für Sachen gibt und was stark ist oder so.
Aber es gibt auch so einen Guide hier in der Mod, wenn ich F1 drücke. Die kann ich euch auch gleich mal zeigen. Gucken wir gleich mal zusammen rein. Ey, hier kann man echt so hochlaufen. Hier bin ich so halbwegs sicher. Wenn ich da ein Bett aufstelle, kann ich auch immer wieder hochkommen. Guckt euch das an! Ich bin der König der Welt! Oh mein Gott, das ist echt nice. Hier ist sogar so ein bisschen Wolken und sowas am Start. Ich glaube, ich feiere das. Hier wird unsere erste Base. Ich weiß noch nicht, ob es die endgültige Base wird. Wahrscheinlich eher nicht. Aber erstmal. Oh, habe ich schon keine Foundations mehr? Ist das gut? Doch, einen habe ich noch. Gott sei Dank bist du da. Du rettest meinen Tag. Woran hat's gelegen? Ah! Nein, ich habe weggeguckt. Eine Sekunde. Ich habe die Betten nicht gestellt. Ich weine. Oh, ich will nicht mehr. Ich habe eine Sekunde weggeguckt. Ich habe gerade auf den Chat geguckt. Ich darf wieder den ganzen Berg hochrennen. Keine Ahnung. Ich gehe mit meinem besten Freund. Gehe ich irgendwie was essen oder so? Ich bin schon wieder tot. Ich könnte kotzen. Ich will gerade was erzählen. Und ich steppe schon wieder auf dem Weg nach oben, Mann. So eine dumme Scheiße. So, ich muss schnell ein Bett aufstellen, damit mir das nicht wieder passiert. Das wird mal eine dicke Base hier oben. Guckt euch die Aussicht an. Einfach. Och, Junge, das kann nicht. Ey, ohne Witz, ich kotze. Zumindest ist ein Bett oben. Ich kann einfach oben wieder spawnen. Scheiß drauf. Und so. Stellen wir hier mal hin. Und was kann man da drin machen? Nix Weltbewegendes, glaube ich. So. Ich kann nicht mal Metall reinmachen. Oh, Scheiße. Das geht nur für Corrupted Ores. Das geht nicht mal mit normalen. Ach man, woran hat es schwer gelegen? Habe ich ein Bettchen? Hier ist noch Petri. Nächstes Level. Du bist Level 200. Level 200 ist gut, oder? Denke ich. Ich kann halt nicht abchecken, wie viel Topa ich dem mache oder so. Das sehen wir gleich, ob das schnell geht. Er kriegt auf jeden Fall viel Damage. Oh, er ist ausgenockt. Habe ich Filet? Ich habe Fleisch. Mal wieder. Es geht schon wieder los. 360. 360 ist nice. 360 nehmen wir mit. Ich wünschte, ich hätte schon ein Spyglass. Aber das holen wir uns gleich. Wenn ich meinen Itri habe, kann ich vielleicht mal ein bisschen rumfliegen und dann finde ich bestimmt Kristall. Das sollte drin sein und dann können wir auch mal ein bisschen gucken, was hier so Moddetes unterwegs ist. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder echt heftig hyped eigentlich. Oh mein Gott, das ist echt viel Metall. Ich glaube, ich kill mich schnell. Dann bin ich schneller zu Hause. Okay, das ging fix. Das ging sehr fix. Und dann gibt es Tameable Tiers. Das sind die Sachen, die man zähmen kann. Nämlich Elemental Dinos. Die sind zähmbar wie Vanilla Dinos. Also das ist gar kein Problem. Denn Advanced Elemental Dinos, die bekommt man durch Breeden. Und die haben eine 5% Chance, dass die Advanced Elemental werden. Also wir holen uns Elemental Dinos ran, müssen die ganze Zeit breeden. Und dann kriegen wir vielleicht ein Advanced Elemental. Dann Mythical Dinos gibt es. Dafür muss man ganz viele Dinos töten oder so. Und das ist 30% Chance, dass ein Mythical Tier Creature spawnt. Und das ist ja schon wieder stinkig. 30% ist aber gar nicht so bad, oder? Weil die schreiben so von wegen, dass man so super viele töten muss. Aber 30% ist ja okay, oder? Jeder Dritte? Summonable, die muss man irgendwie summonen. Und dann muss man die, glaube ich, besiegen, damit man hinterher eine zähmbare Version bekommt. Das ist fast wie bei Primal 4 ein bisschen. Und dann diese Purified bekommt man, wenn man ein Corrupted Dino entwickelt. Ich habe doch gerade. Warum boxe ich die ganze Zeit gegen den Ofen? Das weiß ich auch nicht so genau. So, Upgrade Station steht auch da. Dann kann ich vielleicht meine Armbrust direkt mal ein bisschen aufwerten. Holz, Fasern, was brauchen wir noch? Metall. Da, Armbrust rein. Superior, Mythical ist das nächste. Dann brauche ich ja Metall. Okay, weiter kann ich gerade nicht gucken. Da hätte ich gedacht, ihr habt schon gegen ein paar gekämpft oder so. Warlord. Und danach ist Monarch oder so. Monarch ist das höchste. Der hat nur 300 Damage. Das ist natürlich schade. Kann man die auch upgraden? Nö. Oder auch Feuerstein, hä? Passiert einfach gar nichts. Hoffentlich ist mein Petri fertig. Warte, wir können ja mal in diese Dino-Tame-Liste reingucken. Sie sind beide fertig. Ich brauche Kristall und einen Sattel. Ich brauche aber heftig Kristall für eine Soul Gun. Please. Gibt es Corrupted? Nee. Let's go! Oh mein Gott, ich habe einen Sattel. Ich kann fliegen. Wir können uns umgucken. Wir können mal sehen, was hier so. Wir können mal sehen, was hier so abgeht, wollte ich sagen, ja. Wie nehme ich den jetzt mit? Stelle ich den einfach oben auf meinen Hügel drauf? Ich würde lieber den besseren nehmen, oder? Kann ich den so entwickeln in irgendwas? Nö, da steht einfach nichts bei. Ist hier Kristall? Wo ist es? Ich habe ein bisschen Angst zu sterben. Oh mein Gott, Mama Mia! Mutti, du hast einfach recht. Was wäre ich ohne Mutti? Aber kann ich hier absteigen, ohne zu sterben? Wir werden es gleich sehen. Schafkillen? Schafkillen ist auch keine schlechte Idee. Aber erstmal muss ich kurz irgendwie überleben. Das wäre auch erstmal cool, vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob das möglich ist. Oh mein Gott. Ich glaube schon. Da war ein Ovis. Ja, das glaube ich dir gerne. Das glaube ich dir sehr gerne sogar. Erstmal will ich hier eben kurz. Kristall ist mir erstmal wichtiger. Einen haben wir gleich. Easy.
Ich bleibe jetzt einfach stehen. Welches Level bist du? Oh, da ist irgendwie eine Kiste oder so. Oh, ich will mir die angucken. Oh mein Gott, ich habe keine Ausdauer. Welches Level ist der bitte? Ja, wenn ich jetzt Blacklist hätte, dann wüsste ich das vielleicht. Werde ich das gewinnen? Das sehen wir in der nächsten Folge, glaube ich. Ha. Das ist ja übel kacke. Hey, eine Stoffrüstung, cool. Die werde ich mir direkt mal anziehen. Das hier ist ein Ignis Tyrannosaurus Rex. Und der hat nur 6000 Leben? 6000 Leben ist ja gar nicht mal so viel. Ich dachte, das wäre so ein Overlord Rex. Und der Omega Corrupt Dodorex Level 1, by the way, der ist Level 1. Der hat nur 25k Topa? Oh, ich habe noch gar keinen Stamm. Machiana. Kann ich Stamm gründen und ich bleib... Genau das wusste ich! Nein, ich hab's gerade gesagt! Ach, Mann. Überlebe ich nicht. Ach, Mann, ich hab's gerade in dem Moment gesagt, ey. Ich hab gerade in dem Moment gedacht, geht das? Kann ich so einen Stamm erstellen, ohne dass ich abgeseilt werde? Ha, weiß ich nicht. Das Ding ist, ich kann mir, glaube ich, keinen zweiten Sattel leisten. Von daher darf ich da jetzt gleich ganz hinrennen. Hä, was ist hier denn? Ich höre Bossmusik. Oh, da ist ein Boss. Vielleicht deshalb. Da ist... Ich weiß nicht, der hat 21 Millionen Leben. Hä, alles sah so Benz aus bisher. Oh, ich habe ja noch hier Dodos in der Tasche, sehe ich gerade so. Das ist ja crazy. Hä, wie viel Dodos habe ich denn? So, guck mal. Oh mein Gott, aber eine Rampe wäre echt nice. Rampe muss ich auch noch schnell machen. Ich muss zu viele Sachen machen. Wer kann sich denn das alles merken? Keiner. Deshalb brauche ich euch. Ich mache das so. Ist das smart? Eigentlich gar nicht so kacke, oder? Kann man so machen. Ist jetzt nicht das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Aber fürs Erste kann man das so lassen. Verschönung, Verschönung, ja. Verschönung. Verschönerung. Hier so, oder? Nie was Schöneres gesehen, glaube ich. Bin ich ehrlich. So, zack. Fertig. Habt ihr was Schöneres gesehen? Ich nicht bisher. So, was war jetzt eigentlich mein Plan? Wie viel Topa mache ich an so einem Dodorex? Ich werde es nur mal testen. Ich schieße da gleich mal einen Pfeil drauf. Einfach nur ein Test. Wir machen einen Testschuss. Der braucht nur zwei Runen, Leute. Chat, der braucht nur zwei Runen. Das ist eigentlich ein Schnapper. Das ist auch so ein komisches Ding. Ich habe halt richtig Glück damit. Kann ich nicht anders sagen. Weil ich schlafe wie ein Stein. Bei mir ist es schrecklich. Aber bei mir ist das schon wieder zu extrem eigentlich. Weil mich kriegt man auch fast nicht wach. Ich bin einfach weg. Ich bin halb im Koma, wenn ich schlafe. Dafür brauche ich ein Ei, Fasern, Mejo-Bären, seltene Blumen. Seltene Blumen ist das einzige Problem. Kriegt man seltene Blumen aus Biberdamm? Kriegt man auch noch welche? Ich brauche ja nicht viele. Ich brauche ja, was war es, ein pro Kibbel oder so? Das ist ja eigentlich ein Schnapper. Wenn ich jetzt Biberdämme finden würde, bräuchte nur einen mit einer seltenen Blume, dann wäre es ja auch schon erledigt eigentlich. Oh mein Gott. Stimmt, ich habe vergessen, euch vorzuwarnen. Hier spawnen Affen und jeder Affe schreit hier anscheinend in der Mod 1 sind. Das ist gar nicht nervig auch. Finde ich eigentlich voll cool. Hier ist ein Biberdamm. Oh mein Gott, ich glaube, ich werde aber mein Petri. Was ist eigentlich eure Lieblings-Overhaul-Mod? Ich glaube... Oh, das ist schwierig. Ich glaube Primal 4 vielleicht. Primal 4, Pugnacia finde ich auch gut. Hm, hoffentlich ist da eine seltene Blume drin, ey. Sonst habe ich ein Problem. Da ist eine seltene Blume drin. 14 Stück. Oh mein Gott. Jackpot. Nee, ich würde sagen, Docks ist halt nice. Aber ich fand am Ende, fand ich es eigentlich zu schwer, als dass man das durchspielen könnte. Ich spiele arg am liebsten mit Eternal Primal 4. Eternal ist auch nicht schlecht. Eternal vergesse ich irgendwie immer. Kann ich diesen Boss-Kram hier so herstellen? Oder muss ich... Oh, dafür muss ich einen Tisch machen. Oh nein, jetzt fehlt mir das noch. Hä, wie hieß der? Workbench oder so? Oder? Oh, Mama Mia! Kann ich nur da drin die Boss-Sachen herstellen? Da wirst du noch ein bisschen farmen müssen. Viel Spaß beim Reingrinden. Ey, danke schön. Danke, Chat. Ey, ihr seid einfach wieder... Leute, ihr macht mir einfach wieder Mut. Ah, wie hieß das? Verdorbenes Holz oder so hieß das. Warum ist das als einziges Deutsch? Fasern und Holz. Aber Holz und Fasern ist ja kein Ding. So, verdorbenes Holz. Wie viel kann ich erstellen? Guck mal, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, Leute. Das erste geht fix. Liebeskummer habe ich zu oft. Zu oft? Wie kann man das denn öfter haben? Oder oft haben? Ist das nicht meistens so einmal, dann geht was in die Hose und dann denkt man sich so, ach du Scheiße, Mann. Das hätte besser laufen können und dann ne, schon zu oft gehabt. Junge Basti, du bist doch gar nicht so alt, oder nicht? Ich einfach gefühlt einmal oder so. Ich bin fucking 30. Was? Junge, scheiße. Vielleicht ist mein Liebesleben einfach shit. Das kann auch gut sein. Vielleicht liegt es nicht an dir, sondern an mir. So, das Holz habe ich schon mal zusammen. Was für harter Grind, Leute. Was für harter Grind. Ich sehe ihn nicht. 28 nur.
Nochmal 40. Dog, auch nur 1000. Ey, Trudon, nein, tu's nicht. Tu's nicht, bitte knock mich nicht aus. Oh nein, ich bin sowas von ausgenockt, oder? Oh nein, es geht noch so lange. Bitte, och nein. Ich liebe Trudons. Ey, Trudon, ich will Rache. 1 gegen 1. Du denkst, du kommst mir so davon? Kommst du nicht. F2.0, nee, ganz bestimmt nicht. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Oh, Petri, block mich nicht. Petri, das kann sein, dass du mich hier wieder ausgenockt hast, du kleiner Drecksack. Ich glaube schon. Ich glaube, ich werde mich gleich wieder hinlegen zu schlafen. Danke, Petri. Dafür kriegst du auch einen Schuss. Dafür liegst du mit mir. Petri, du kleiner Drecksack. Das hast du davon nämlich. Nochmal 39. So. 55. Wie viel brauche ich? 125. Oh mein Gott, ich habe genug. Ich brauche nur noch die Ingots. Da ist halt so ein Arno drauf, der macht mir Sorgen. Und da ist halt ein Skorpion und ich habe keine Rüstung an und habe übel wenig Leben. Und hier fliegt ein Drache rum. Also, alles was ich jetzt mache, ist dumm. Okay. Na, ich bin ja langsam. Oh, ich brauche nur 25 Obsidian. Bitte lass mich da hinkommen. Bitte. Bitte. Okay. Wir sind saved. Wir sind saved. Scheiß drauf, töte mich. Töte mich. Hä, was ist los mit dir? Warum machst du so wenig Damage? Ich fight dich ja. Was ist los, Skorpion? Was ist das denn für ein Kampf? Oh nein, der lockt mich aus. Oh nein, ich bin doch Obsidian mit. Oh Mann, ich lieg mir auf dem Boden, dass ich spielen darf. Trudons. Skorpione. Oh, das geht auch noch richtig hoch. Oh, das dauert lange, kann das sein? So, ist hier noch irgendwo einer drin? Hier sind nochmal drei drin. Ich brauche ja nur noch zwei. Und hier ist nochmal einer drin. Oh Mann, ich hab gar nicht so viel machen brauchen schon wieder. Okay, ja, vielleicht brauchen wir die ja irgendwo anders für. Workbench. Meine Zeit ist gekommen. Ich hab sie. Ich hab sie. Ja, das war ja super easy. Ah, 40 nochmal. Ey, nice. Wie viel habe ich jetzt? Brauchte ich wirklich 200? Was war das denn? Pullovia vor meiner Base. Keine Ahnung, einfach machen, oder? Ey, ich habe die Betten vergessen. Ich habe einfach die Betten vergessen, das ist echt bitter. Die hätte ich hier schön aufstellen können. Das wäre echt nobel gewesen. Kann ich craften? Habe ich Leder dabei? Ich habe natürlich kein Leder dabei. Hm. Ja, kritische Hase, egal. Einfach schießen. Ey, da hinten stehen halt zwei nebeneinander, ne? Ich glaube, ich nehme einfach den, den ich schon mal angeschossen habe. Aber die scheinen sehr, sehr langsam Topa zu verlieren. Weil ich habe ja vor einem halben Tag da drauf geschossen. Hallöchen, bin wieder da, ey, willkommen zurück. Ich hoffe, sein Mate ist dann nicht sauer, der daneben steht. Oh, da sind aber welche sauer. Oh, ich habe ihn getroffen. Ey, es ist wieder ein Lystro sauer auf mich. Es ist einfach wieder ein Lystro sauer auf mich. Kann man sich nicht ausdenken. Wann sind die sauer auf mich? Ey, Lystro, wehe, du haust mich nochmal. Das Ding ist, wie mache ich das denn danach? Ich habe den Plan noch nicht zu Ende gedacht. Wenn der da liegt, kann ich ja noch nicht dahin gehen, oder? Weil da steht ja noch einer. Guck mal. Aber jetzt ist er sauer. Okay, wenn ich jetzt im Bett stehen hätte, das ist der Falsche. Bruder, das ist der Falsche. Ne, 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 unfair, unfair. Over and out. Okay, soweit, ja, okay. Hä, der macht halt echt keinen Damage, ihr habt recht. Ich schieße einfach auf den. Warum hat er mir mit... Oh nein, ist der so kacke. Der ist halt Low Level, ne? Das habe ich schon verstanden, aber... Der ist ja übel kacke. Oder? Der hat mich gerade gehauen. Der Lystro hat mir mehr Damage gemacht als er. Glaube ich. Der Lystro hat mir mehr Damage gemacht. Wir sind hier in einer schwierigen Situation. Ich will nicht drüber reden. Warum hat mich die Motte gerade angepupst? Bitte lass mich in Ruhe. Lass mich gehen. Hä, er trifft mich gar nicht. Guck mal. Rennt er jetzt auch weg? Er rennt auch weg. Hör auf. Oh nein. Ah, okay, du bist kurz stecken geblieben. Kann mit Fleck tanken und mit der Pickaxe verprügeln. Ich weiß Worte, ja. Ey, wo ist der hin, mein Freund? Oh, der liegt da unten. Ah, wie komme ich hier jetzt runter, ohne zu sterben? Ist der? Die? Dodo-Rex kommt. Hä, zündet der meinen an? Nee, oder? Nee, okay. Hä, jetzt... Kannst du mitkommen, bitte? Komm mit, komm mit, komm mit. Ich lock dich ein bisschen weg, mein Freund. Ja, jetzt habe ich mich vergessen. So schnell kann es gehen. So ist das nämlich mit den Frauen immer, auch immer bei mir. Oh, please, warum denn? Warum denn in meinem Dodo-Eck stehen schon wieder? Könnt ihr doch mal ein Para oder sowas? Hier, guck mal, der Para sieht doch lecker aus. Oh, ne, anscheinend nicht. Aua.
Er geht mir echt ins Wasser hinter. Der tötet mich im Wasser. Oh nein. Ja, warum ist er im Wasser schneller als an Land? Oder bin ich im Wasser langsamer als er? Das kann einfach sein, ja. Ich muss gleich schnell wieder hinfliegen. Aber er ist zumindest weggelockt. Oh, mein Jaboa. Nein, mein Jaboa. Oh nein. Er macht einfach Feuer unter Wasser. Wir sind bei SpongeBob. Mein Dodorex ist fertig. Kam von mir. Damage. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Er kann nicht mal Fleisch abbauen. Oder doch kann er. Er braucht nur lange, weil er kein Damage macht. Oh nein. Oh nein. Mein Dodo macht 300 Damage. Okay. Aber das ist ja hier nicht so ganz gut. Ey, das war schon wieder komplett. Aber ich würde sagen, ey Leute, Dodo Rex, übelster Reinfall am Ende. Das ist eigentlich ganz nice. Ich mache hier Feierabend. Es war großartig. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Kommt gerne morgen wieder vorbei. Selbe Zeit. Ich fange wieder so 7:30 an, ist das meistens. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaf gut, träum was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich alle morgen wieder. Bis dann. Und dann holen wir uns bessere Dinos als ein Dodo Rex. Der ist shit. Tschüss. Falls euch das Video gefallen haben sollte, guckt doch auch gerne bei diesem empfohlenen Video vorbei oder bei dem letzten, was ich gepostet habe. Oder lasst ein Abo da. Ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Tag und danke fürs Gucken.